Deus Ex Go. Ja, von den Machern von bereits Hitman Go und Lara Croft Go gibt es jetzt hier ein neues Spiel aus der Reihe. Und das möchte ich gerne mit euch zusammenspielen, einen kleinen Taktik-Puzzler, der zusammen mit Deus Ex Mankind Divided für den PC, Xbox etc. erschienen ist. Und mal schauen, was uns hier erwartet. Also, go! Jetzt zu den Nachrichten aus aller Welt. Die Lage in Warschau bleibt leider auch an diesem Abend angespannt. Offensichtlich war der Milliardär Sascha Novak zu Hause, als Terroristen sein Anwesen stürmten. Purity Fist, eine Gruppe von Transhumanitätsgegnern, hat allerdings noch keine Forderung bezüglich der Freilassung gestellt. Eine Einheit der Task Force 29 ist laut mehreren Zeugen schon vor Ort, einer der Senkrechtstarter kreist bereits über dem Anwesen. Ich bin Eliza Kessen mit einem Live-Bericht für Pickers. Jawohl. Adam Jensen hier. Ich bin drin. Gut, bahnen Sie sich einen Weg in das Anwesen und finden Sie Novak. Also, was haben wir hier? Wir werden wohl hier mit so einer One-Touch-Steuerung durchgehen. Ich nehme mal ganz kurz in Augenschein, was ich alles machen kann. Ich gehe hier komplett blind rein. Aha, ich kann mir hier Hints anzeigen lassen und kann mir wahrscheinlich auch noch mehrere erkaufen. Aber das machen wir erstmal nicht. Wir gucken mal, wie weit wir kommen im ersten Level. So, ich kann mich hier so schrittweise bewegen. Ja, der ist wohl auf mich aufmerksam geworden. Das heißt... Ah ja, okay. Jetzt kann ich mich aber an den hier anscheinend ranschleichen und... Sit-downs! So, damit ist der andere abgelenkt. Ich gehe hier mal weiter. Der Typ hat einen Titanschild aktiviert, als er mich gesehen hat. Was? Wirklich? Ich warte einfach. Irgendwann muss er ihn abschalten. So, das ist genau jetzt. Er sieht mich nicht und... schön. Okay. Alles klar. Nette Effekte. Ja, das war das erste Level. Mal gucken, was uns noch so erwartet. Level 2. Aha. Ja, jetzt hätte ich dem Typen wahrscheinlich schon so ein bisschen aus dem Weg gehen müssen. Jetzt gucken wir mal. Gehen Sie zum Überwachungstürmel in der Boxbüro im Erdgeschoss. Roger. Okay. So, da habe ich wohl gesehen. Gucken wir mal, wie sich das jetzt entwickelt. Aha. Okay. Jetzt kann ich wieder zurück. Jetzt kann ich wieder vor. Jetzt ist natürlich die Frage, war das jetzt so klug? Ja, na, das war's nicht. Okay, alles klar. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Komm mal runter. Okay. Da sind wir uns also noch nicht so ganz einig, wie das hier funktionieren soll. Da dreht er ja schon wieder um. Ist schon wieder heiß auf mich. Jetzt komme ich vielleicht mal einen Schritt weiter als er. Ne, das bringt alles nichts hier, ne? Lass uns den mal so umschachteln. So. Intelligent ist er. Ah ja, okay, alles klar. Nicht ausreichend für mich. Für uns. Natürlich. Hui, okay. Ah, ich kriege ein kleines Gadget. Davon habe ich gelesen. Mich so ein bisschen auf die Fähigkeiten eingestellt. Ich kann mich hier unsichtbar machen. Und zwar genau für... Na? Ah ja, okay. Eins, zwei Züge. So, jetzt hat der natürlich jetzt keinen Bock auf mich. Deswegen weichen wir ihm kurz aus. Guck, guck. Gehen wir da zurück. Gehen hier rauf. Gehen hier hoch. So. Holen uns das Ding hier. Sehr schön. Machen uns unsichtbar. Eins. Zwei. Aus dem Schatten. Deus Ex übrigens im Rahmen ein Cyberpunk-Szenario. Heißt, es gibt Transhumanisten
und transhumanisten Gegner, also Menschen, die sich mit Elektronik und Maschinenteilen hier ausgerüstet haben. So, das wird jetzt interessant. So, sehr gut. Schön, so läuft das hier. Jetzt bin ich aber schneller als er, oder? Ja, das hätte ich jetzt mal aktivieren sollen, was? Wir machen das nochmal. So. Jetzt nochmal ordentlich. Muss ich es genau da aktivieren? Ne, muss ich nicht, ne? Achso, ich hab das ja jetzt. Okay. Ja, jetzt macht es ein bisschen Sinn für mich. Jetzt habe ich ja ihn hier. So. Kann das jetzt hier einmal. Geht das jetzt? Na, gucken wir mal. Verstehe. Das ist aber ein kleines Achievement. Das ist doch auch schon mal was. So, so ein bisschen kennen wir ja die Wiege hier schon. So, was ist das? Ist damit gesaved. Wenn jetzt hier rüber gehen. Ich könnte ihn jetzt, ne, das ist genau wie gerade eben. Okay. Der macht das jetzt mal eindeutig, ne? Na, wir kriegen das schon hin. So. Ein bisschen kennen wir die Wege jetzt ja. Haben wir das schon. So. Gehen wir hier uns wieder mal. Hätte ich vielleicht jetzt schon das Ding zünden müssen? Soll ich jetzt den Knaller zünden? Ja, wenn ich ihn jetzt zünd. Meine zwei Züge im Arsch, oder? Eins. Siehste? Aber warum? Ich dachte, das Ding hält für zwei Züge. Hm. Nicht so ganz klar für mich. Aber kriegen wir hin. Zünden wir das Ding jetzt schon. Eins, zwei. Dem scheint es dann doch nicht so zu sein. Wahrscheinlich bin ich jetzt schon eindeutig zu dämlich für diese Spiele. Den muss ich jetzt irgendwie austanzen hier, den Kollegen. Nein, doch nicht. Ja, warte mal, vielleicht so. Jetzt. Na, ja, dann können wir jetzt auch noch mitnehmen. Haha. Okay, jetzt haben wir's. Alles klar. Ja, sorry. Muss auch mal geben, ne? Das könnte interessant werden. So, auf jeden Fall muss ich ihm ausweichen. Das ist mal klar. So. Hey, merkt schon. Das Spiel ist schon bereits am Anfang extrem knifflig. So, das wissen wir jetzt.
Interessanterweise ist das Spieldesign so gestaltet. Dass es einem quasi mehrere Wege vorgaukelt, ne? Naja. Jesus, okay. Wer sieht denn hier wen? Na cool, wenn ich den... Ja, super. Das ist jetzt eigentlich total egal, gerade wen ich jetzt zuerst töte. Weil der eine sieht den anderen. Okay, der... Ja, wenn ich jetzt den kill, sieht der andere mich. Was mache ich dann? Den erstmal locken, oder wie? Aber dann ist ja... So, jetzt sieht er mich. Jetzt... Hat das gar nichts gebracht, oder? Gar nichts gebracht, schon. So, das ist also nicht der richtige Weg. Aber jetzt... Aha. Okay, eins, zwei, drei... Warum bewegt sich der nicht mehr? Ja, lolle. Ach so, weil der eine ihm den Weg versperrt, kommt er nicht mehr weiter. Ah ja, okay. Das heißt, der Kollege hier ist gerade unser Problem. Okay. Das heißt, ich muss... Ja, was muss ich denn jetzt? Ah, okay, wenn ich den locke, wird der wach. Damit ist er in so einer Sperre drin. Und jetzt kann ich einfach außen rumgehen. Lululul. Trollolololololol. Miller, ich habe mir in das Sicherheitsnetz gehabt und Novak gefunden. Er wird in einem sicheren Raum im Keller festgehalten. Verstanden. Hui, ich kann mich beamen. Die Terroristen wissen, dass sie kommen. Seien Sie vorsichtig, Jensen. Die werden mich nicht kommen sehen. Yay. Level 7. Im Sperrgebiet. Skandal! Im Sperrbezirk. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass die nicht nett sind. Keine von den beiden. Ja. Genau. Wie ich mir dachte, ich hatte recht. Ich wollte nur nochmal nachgucken, ob ich recht hatte. Hatte ich ja offensichtlich. So, jetzt kommt der Kollege. Jetzt kann ich so ein bisschen auf und ab zappeln. Wenn ich jetzt rübergehe, dann... Ja, so mache ich das. So mag ich meine Turrets. Oh, das tut mir leid. Also... Es tut mir ernsthaft leid. Wirklich. Ach ja, guck mal. Ich hätte jetzt... Aha, aha, aha. So, was haben wir hier Hübsches? Soll das jetzt ein Hinweis sein? Ich hab's nicht kapiert, oder? Was ist das? Ist das so eine Art Energienetz? Oder? Kann ich die Kollegen hier irgendwie steuern? Jetzt irgendwie umdrehen?
Hanno? Ja, läuft. Jetzt ist hier ohne Saft. Ach, schade. Okay, ich dachte, ich hätte die irgendwie vom Energienetz jetzt behandelt. Aber das habe ich offenbar nicht. Das heißt, wir gucken uns das nochmal schnell an, was es uns bringt. Ich kann die Stromversorgung hier rüberlegen. Das sollte ich auf jeden Fall mal machen. So. Jetzt habe ich ein riesiges Problem, weil der Kollege hier natürlich ist der jetzt. Aha. Der Kapette, Bob. Oh no. Wenn ich mich jetzt tarne, reicht das doch nicht. Ne, das reicht nicht. Das reicht dann einfach nicht. Ja, okay, alles klar. Die Tarnung nehme ich dann für die erste Maschine her. Okay, okay, okay. Ja, ihr habt mich. So, dafür. Sehr schön. So, jetzt legen wir die Energie auf dich um, damit ich vorbeikomme. Du bist jetzt mein Freund. Schaust du? So, dann lege ich den Sensor wieder auf die erste Maschine. Aktiviere meine Tarnung. Komm an dem hier vorbei. Kann mich hier rüber drehen. Zack. Und bin durch. Sehr schön. Ach, es könnte doch alles so einfach sein. Ja, was? Also ich gehe jetzt mal, ich muss es ausprobieren, was das macht. Erde. Jetzt nicht, Alex. Ich bin im Auftrag Detektiv 29 hier. Bitte darf nicht erfahren, dass ich Verbindung zur Erkennung des Kollektivs habe. Es ist wichtig. Diese Terroristen könnten sich niemals Titanschilde leisten. Irgendwas stimmt nicht. Ich mache mal ein paar Hacks. Mal sehen, was ich finde. Ja, okay, ich gehe zurück zum Auto drauf. Okay. Das macht wenigstens mal nicht Aua. Das ist doch schon mal nett. So, what the fuck? Was passiert jetzt? Kann jetzt. Jetzt kann ich dahin. So, no. Zack. 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 So. Okay, das war einfacher als erwartet. Und wenigstens machen die roten Dinger nicht Aua. Was bist du jetzt? Oh Gott. So. Jetzt erstmal Energie legen. Kannst du mir nochmal anschauen? Wenn ich jetzt. Welchen sollte ich mir denn zuerst nehmen? Ich sollte doch zuerst die hier am besten anlegen. So. Damit wird der für mich begehbar. Na komm. So.
doch wieder nichts. So, das machen wir nochmal. Das machen wir noch einmal. Wieder so ein Rätsel. Da muss ich erstmal wieder hinknappen an das Ding. Na gut, es muss ja der zuerst sein. Das steht ja mal fix. Jetzt warte mal, wenn ich mich jetzt tarne. Eins, zwei. Na schau. So, jetzt kann ich den anderen hier. Na, zack. Und schon sind wir glücklich. Okay, warum ich sowas nicht immer gleich auf den ersten Blick schaffe, oder? Schon ein bisschen nervig.